Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu Let's Play Minecraft Pocket Edition. Juhu! Yay, ich hoffe mal, dass jetzt die Qualität noch so in Ordnung ist. Sollte eigentlich alles so wie sonst auch sein. Ja, weil ich nehme jetzt wieder etwas anders auf. Auch in 60 FPS und Full HD und ich hoffe, das klappt auch alles jetzt so. Weil ich habe die Elgato jetzt wieder zurückgegeben. Das ist mir echt zu blöd geworden mit den Grafikfehlern. Hat mir jetzt viel günstiger ein anderes Aufnahmegerät gekauft. Also ich meine, ich habe die Elgato, die hat 170 Flocken gekostet. Ne? Die habe ich wieder zurückgegeben, weil ich habe es einfach nicht hinbekommen. Und jetzt habe ich mir die Upper Media Extreme Cap U3 gekauft und mit der kann ich sogar verzögerungsfrei hier den Ingame-Sound hören. Und hast du nicht gesehen? Also ich höre jetzt selber auch endlich mal wieder den Ingame-Sound, während ich spiele, während ich Let's Playe. Mensch, ist ja geil, ey. Und das scheint echt zu funktionieren, das ist echt nice. So, was habe ich mir für diese Folge gedacht? Ja, wir werden... Also erstmal gehe ich gleich mal auf eure Kommentare so ein bisschen ein. Ach du Scheiße, diese Kisten, ey, das ist ja immer wieder ätzend. Ich werde jetzt eine Höhle suchen, also ich werde jetzt in eine Höhle gehen. Ich glaube, eine Glaskiste haben wir auch noch nicht. Warum packe ich das jetzt eigentlich gerade hier alles rein? Mensch, wir haben doch Krimskramskisten, dann kann ich das ja wenigstens da unten schon mal alles reintun. Weil, und ich ziehe auch gleich mal hier noch eine Heilerüstung an, also von dem, was wir noch übrig haben, sage ich mal so. Und dann würde ich mal sagen, machen wir das wirklich, also wirklich ohne Scheiß so, dass wir in eine Höhle jetzt gehen. Also ich hoffe mal, das ist so in Ordnung für euch. Das tut mir jetzt leid an alle, die es jetzt überhaupt nicht interessiert. Warte mal, jetzt kann ich auch gleich anziehen eigentlich. Ich weiß ja nicht, inwiefern sich die Rüstung dann immer abnutzt. Und, Alter, das ist nicht dein Ernst, oder? Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Erstmal Weizen, ich glaube, die haben wir noch gar nicht abgeerntet. Letztes Mal aber das Zuckerrohr schon wieder fertig. Und hier Karotten und Kartoffeln wachsen auch schon wieder schön. Das sind Kartoffeln, das sind Karotten, glaube ich. Ja. Wow, Mensch, ja. Was brauchen wir für die Höhle? Wir brauchen ein Schwert, wir brauchen eine Spitzhacke. Und hast du nicht gesehen, weil, ganz ehrlich, wir brauchen unbedingt wieder Rohstoffe. Das geht ja mal so gar nicht. Das Portal, jetzt höre ich das sogar. Ist irgendwie voll nice, wenn ich mal endlich Ingame-Sound hören kann, während ich aufnehme, ist richtig geil. So, Eisen lasse ich im Inventar, das Schwert auch. Wir haben zwei Schwerter, die Felder brauchen wir nicht in der Höhle. Wir haben Sticks, Holz, das brauchen wir auf jeden Fall, weil man kann sich immer mal eine Werkbank und hast du nicht gesehen, so craften. Eine Axt kann man auch gebrauchen, aber ich glaube, drei Stück ist dann doch ein bisschen übertrieben. Zwei sollten reichen, wenn wir mal irgendwie Holz irgendwo abbauen oder irgendwie, weiß ich nicht, zwei reichen. Essen, da kümmere ich mich gleich noch drum. Ja, eine Spitzhacke, zwei, drei Spitzhacken und wir haben jetzt drei Schwerter. Ich glaube, ich crafte zur Sicherheit einfach nochmal ein Schwert gleich. Ja, Schaufeln, das reicht auch. Was, achso, wir haben hier eins, zwei, drei, vier Schwerter. Wird ja wohl reichen, oder? So, hier dann noch Glowstone, wobei Glowstone haben wir da, ich glaube, wir haben da keine Glowstone-Kiste. Ja, Kobbel lasse ich jetzt mal so im Inventar drin. Und dann würde ich mal sagen, bevor wir aber losgehen in die Höhle... Warte mal, was wollte ich denn jetzt gerade nochmal genau machen? Ach, guck mal, hier Treppen, Holztreppen haben wir noch drin. Holzstufen. Ich glaube, eine Kiste für Stufen haben wir noch nicht gemacht, oder? Holzbretter. Ach, weißt du was, ich packe das erstmal zu den Holzbrettern einfach dazu. Ich muss mal gucken. Eigentlich könnte man hier auch sagen, allgemein Holz, was weiß ich. Das ist irgendwie ein bisschen blöd, wie ich das hier gemacht habe. Also, ja, weiß ich auch nicht. Aber so kann das eigentlich erstmal bleiben, würde ich mal so sagen. Jetzt müssen wir nur nochmal sehen, die Kartoffeln, ne? Das sind ja jetzt aber... Sind die gebraten? Oh, was denn hier los? Weil die könnten wir nochmal braten eigentlich. Ich weiß nicht, Brote, wollen wir uns auch nochmal ein paar Brote herstellen? Ja, komm, wir stellen uns auch nochmal Brote her. Weil wir brauchen was zu essen. Wenn wir in der Höhle sind, haben wir kein Essen. Das wäre echt blöd. Ich verschwende jetzt wirklich das komplette Weizen. Ist mir Wurst. Tut mir leid, Leute, aber wir haben noch genug. Wir können das Feld einmal wieder abernten, was ich jetzt aber nicht machen möchte. Ja, neun Brote. Wobei, wäre eigentlich sinnvoll, ne, wenn wir das jetzt abernten. Ist wieder Zeitverschwendung, hast du nicht gesehen, was ja eigentlich wieder blöd wäre, aber ja, ich meine, wir können ja die Kartoffeln in den Ofen schmeißen und dann werden wir sehen, dass wir das abernten haben, können wir noch mehr Brote craften, haben noch mehr zu essen, das ist doch eigentlich schon ein guter Deal, oder? So, jetzt haben natürlich auch letztens einige in die Kommentare geschrieben, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, in der letzten Folge, die ist jetzt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade mal hochgeladen, da haben jetzt, glaube ich, zwei Leute geschrieben, dann habe ich hier irgendwo anders noch hier Kohle drin, hier, das füllen wir später wieder richtig mit Kohle auf, da haben dann auch einige von euch, oder zwei waren das jetzt, geschrieben, Brand. Nur so zur Info, du kannst ja oben eigentlich, damit man das Redstone da nicht sieht, kannst du ja einfach einen Stock höher bauen, also noch eine Schicht draufbauen da oben am Dachboden. Ja, da ist gleich nur die Frage, ich zeige euch gleich mal das Problem, was ich jetzt so habe. Also ich meine, das ist möglich, keine Sorge. Und, ach, Moment, bevor ich in die Höhle gehe. Ich muss nochmal irgendwas ändern. Mir wurde auch ein... Jetzt hört man hier das Portal, lol. Mir wurde auch empfohlen, in einer ganz alten Folge, ich weiß gar nicht, welche das war, ich glaube gerade, wo ich mit dem Feld angefangen habe, Folge 11 oder so. Ich habe nämlich, ehrlich gesagt, gucke ich im Moment meine alten Folgen nochmal so an, weil ich einfach nochmal sehen will, was hast du da so gemacht. Und ja, da kam der Tipp, dass man doch hier über das Wasser Holzlabs machen könnte. Und das will ich jetzt machen. Das will ich jetzt machen. Ist jetzt gerade ein bisschen blöd wegen dem Holz, aber ich meine, Holz können wir Bäume fällen gehen lassen, nicht gesehen.
Guckt euch das mal an. Jetzt haben wir hier, wenn ich das mal eben hier machen würde, wir haben jetzt hier 18 Stufen. Das reicht natürlich nicht, aber ich meine, ich zeige euch mal, was, wie das wahrscheinlich gemeint sein sollte. Ich nehme jetzt mal anstatt die Stufen erstmal nochmal hier kurz Kobbel hin. Pack den mal eben. Ach nee, Quatsch, was mache ich denn für ein Mist? Ich kann das doch hier direkt dran machen. Ah, toll, setzt er den hier hin, was soll das denn? Du sollst den an die andere Seite setzen. Ja, das hat ja super geklappt. Dann mache ich das anders. Ach so, mit der Axt. Dann mache ich das anders. Nehme ich hier doch mal Kobbel. Hallo, so, zack. Und wenn ich jetzt sage, hier anstatt Kobbel, nehme ich jetzt hier wieder die Stufen in die Hand und sage jetzt, zack. Jawohl, genau, das funktioniert sogar. So, jetzt muss ich nur aufpassen, ich will hier nicht das Feld kaputt trampeln. So, jetzt bin ich echt mal gespannt, weil so, das wäre viel geiler, aber wenn du dann hier was aberntest, dann wird das wahrscheinlich auch nicht einfach reinfliegen und ich meine, man muss ja auch nicht unbedingt aufs Wasser gucken, oder? Ich weiß nicht. Wie findet ihr so die Idee? Es hat, meine Güte, diese blöde Kettung. Es hat jemand von euch in die, also irgendjemand hatte in die Kommentare geschrieben, okay, hier mache ich das mal wieder weg. Irgendjemand hatte in die Kommentare geschrieben in einer ganz alten Folge, wie gesagt, ich glaube, es war Folge 11, hat mir jemand mal, ist auch schon wieder ganz lange her, ich weiß gar nicht, der schaut wahrscheinlich schon gar nicht mehr zu, derjenige, aber auf jeden Fall habe ich da den Tipp mal bekommen, mach das doch so, Brand. Und dann dachte ich mir so, wo ich das gelesen habe, wieso hast du das eigentlich noch gar nicht gemacht? Hast du gar nicht die Kommentare damals gelesen? So, ja, ist natürlich jetzt gerade nicht so spannend, aber ich meine, das möchte ich auf jeden Fall hier nochmal machen, das ist echt, ich selber finde es nice und ich hoffe, dass die Soundqualität noch in Ordnung ist, weil das blöde ist. Ich muss jetzt so einen bescheuerten HD, also bescheuert ist er nicht, aber ich musste jetzt, zum Glück habe ich noch einen gehabt, weil ich mal, da habe ich mir extra für die Android-Aufnahmen zugelegt, einen HDMI-Splitter, der ohne HDCP-Verschlüsselung das Signal weitergibt. Ich wusste gerne, dass ein iPhone HDCP-Verschlüsselung hat. Ja, muss jetzt einen blöden Splitter dazwischen setzen. Oh, toll, toll. Ich muss jetzt einen blöden Splitter dazwischen setzen, was total ätzend immer ist. Jetzt liegen hier so viele Kabel rum, aber ich kann aufnehmen. Das ist doch die Hauptsache. Und ich hoffe, das klappt jetzt besser als mit der Elgato. Weil vor allem jetzt habe ich auch, kann ich das Ding an USB 3.0 anschließen. Huch, kann auch eine bessere Qualität jetzt auswählen. Also ich meine, okay, ich weiß nicht, inwiefern die Qualität wirklich besser ist. Weil man stellt Bitrates ein und das ist immer wieder, Bitrates sind deine Feinde. Also Bitrates ist immer scheiße. Aber, ja, abwarten. Ich hoffe, die Qualität ist so voll in Ordnung. Jetzt höre ich mal auf zu labern. Ach du Scheiße, guck mal hier. Zuckerrohr. Na Mensch, komm hier. Da, nein, nicht ans Zuckerrohr ran, sondern hier. Hier. Nein, was machst du denn? Oh Scheiße. Och Mensch, Junge, was soll das? Einmal so. Och Mensch, das ist aber. Ach, kann ich ja so machen. Zack. So. Also geht doch. Gut, ein bisschen fehlt noch. Ich würde mal sagen, das mache ich jetzt erstmal nur bei dem. Ich weiß nicht, das dauert ja viel zu lange, wenn ich das jetzt überall machen würde, aber. Ja, ich meine, so für den Anfang. Weiß ich, mach ich jetzt mal eben hier, zack, so, bumm. Dann können wir damit schon mal. Ich weiß, jetzt haben wir kein Holz mehr, das kann ich wieder sagen gleich. Bumm, noch ein paar Bäume fällen, weil wir brauchen für die Höhle, brauchen wir Holz. Ich kann nicht ohne Holz in eine Höhle gehen, weil das Problem ist einfach, wenn ich das mache. Ja, dann können wir uns nicht mal eben eine Werkbank craften, wir können uns keine neuen Werkzeuge craften und hast du nicht gesehen und das ist blöd. Ich meine, natürlich eine Werkbank könnte ich auch so craften und dann in die Höhle gehen, aber ich weiß nicht, ich fühle mich immer sicherer, wenn ich das, ist irgendwie wieder das Problem, wenn ich dann gleich ein bisschen mehr Holz mitnehme und da können wir auch Sticks craften, hast du nicht gesehen. Aber am besten das Holz noch nicht fair craften, am besten in, ach, guck mal, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Jetzt fehlt hier ein so ein blödes Ding. Ja, am besten das Holz noch nicht, also am besten Rohholz mit in die Höhle nehmen, würde ich mal so sagen. Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn wir Rohholz in die Höhle mitnehmen, weil dann können wir mehr Holz auch mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht, wir brauchen jetzt nicht viel Holz in der Höhle, aber ein bisschen sollte ja schon drin sein. Guck mal, jetzt kannst du hier nämlich ohne Bedenken, dass das hier ins Wasser fliegt, schön abernten. Ich weiß nicht, ich muss noch mal testen, wie es ist. Es hat ja auch mal jemand in die Kommentare geschrieben, Brand, warum? Warum? Also jetzt nicht, aber Brand, du kannst doch auch einfach, ein Wassereimer hier rüber schütten, wenn du das Feld noch nicht automatisch hast. Ja, das habe ich mal getestet ist auch noch gar nicht so lange her, in irgendeiner der letzten Folgen habe ich das mal getestet und das hat nicht so geklappt, wie ich es wollte. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen zu blöd dafür gewesen. Ich muss mal testen, ob ich das vielleicht jetzt hinkriegen würde. So. Zack, 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 zack. Floppdiwupp, so und schuppdiwupp. Und jetzt kann ich hier schön nachpflanzen. Jetzt ist natürlich die Frage, ich hoffe mal, dass hier nichts reingefallen ist. Aber ich sehe da nichts drin. Also das sieht schon mal sehr gut aus. Zack, 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 zack. Ach, guck mal, hier liegt auch noch Weizen. Hui. Oh no, es wird Nacht. Ich will nicht, dass hier irgendwelche Viecher gleich uns hier wieder irgendein Spaß. Also, dass hier irgendwas wieder gleich passiert.
Wäre blöd. Ich nehme aber kein Bett mit in die Höhle. Würde ich mal so sagen, weil das ist irgendwie blöd, wenn wir dann da irgendwo unseren Spawnpunkt neu setzen, wäre scheiße. Also ich meine, klar, wenn man in der Höhle ist, könnte man eigentlich dort öfters mal schlafen in einem Bett, was man nicht abbaut unbedingt. Und wenn du dann da stirbst in der Nähe, dann hast du das Glück, dass du, ja, hast du wirklich Glück, weil dann kannst du, wenn du tot bist, kannst du schnell wieder zu deinen Items hin, wenn du noch weißt, wo das war. Und man kann ja mit dem Kompass, wenn man Redstone und Eisen findet, dann kannst du ja mit dem Kompass auch wieder nach Hause laufen. Also eigentlich würde das schon ein bisschen Sinn machen, aber ich glaube, ich lasse das. Ich mache da jetzt nichts mit Betten. Machen wir nicht. Warum wollen wir in der Höhle schlafen? Nee, machen wir nicht. Ist zwar eigentlich eine gute Idee für mich, aber nee. Guck mal, wie schnell das hier schon wieder wächst da hinten. Guck mal, geht schon wieder los. Das ist ja sehr lol. Sehr lol, 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 lol. Sehr lol, 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 lol. So, wo ist jetzt hier? Da, hier, 64. Nee, ich nehme erstmal die 43 in der Hand. Oh, wir müssen gleich wieder was futtern. Guck mal, wie schnell wir Hunger kriegen hier. Ja, tut mir leid, das war jetzt gerade nicht so spannend hier, aber ich meine, wir brauchen ja auch ein bisschen was zu futtern, wenn wir hier schon so viel Brote haben, also so viel Weizen und so und so viel Brote craften können. Warum nicht, ne? Also warum nicht? So, Mann, mach doch jetzt hier. Zack, zack, zack. Und dann haben wir jetzt hier noch einen 64er Stack, den ich dann natürlich nicht nehme. Der kommt wieder gleich ins Lager unten rein. Ja, das ist doch schon ganz gut. Hier endlich jetzt nicht mehr ab und Zuckerrohr jetzt auch nicht. Habe jetzt echt keinen Bock gerade drauf. Ich fäll da noch ein paar Bäumchen und dann reicht das auch. Dann können wir los. Würde ich mal so sagen, weil es wird sich lohnen. Es wird sich lohnen, denke ich mal. Achso, wo laufe ich denn lang? Toll. Jui, so, da, Weizensamen. Ding, 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 ding. Na komm, alle da rein. Uiuiui, jetzt haben wir ordentlich Weizensamen. Ich weiß gar nicht, was wollen wir damit überhaupt? Bringen uns die Weizensamen überhaupt irgendwie was? Und 35 Brote? Warum nicht? Ich mach das jetzt einfach mal. Tut mir sehr leid, aber ich meine, wozu haben wir das Feld? Jetzt haben wir 44 Brote. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, wenn uns mal irgendwas passieren sollte. Jetzt haben wir nur noch zwei Weizen. Und Strohballen hätte ich eigentlich auch mal schaffen können. Die kannst du bei den Tieren so schön reinbauen. Weil ich meine, Stroh und zu den Tieren passt doch irgendwie. Ja, okay. Aber. Ich meine, 44 Brote, damit sollten wir schon mal ein bisschen auskommen, denke ich mal so. Und jetzt mache ich das mal folgendermaßen. Ich gehe mal eben ganz kurz hier die Kartoffeln nochmal aus dem Ofen holen. Esse die dann auch einfach mal. Karotten nehme ich jetzt nicht mit. Ich denke mal, das sollte erstmal reichen, oder? Tür ist zu. Ich habe es jetzt doch in irgendeinen Ofen rein. Hier genau, 38. Guck dir das mal an. Aber ich fresse die noch nicht. Ich werde jetzt erstmal sagen, jo, mal eben Bäume fällen. Und ich crafte jetzt hier nochmal eben... Achso, ich wollte auch noch die Rüstung da anziehen. Zack, zack. Also so ein paar Rüstungsteile. Aber jetzt kommen mehr, räume ich jetzt hier nicht auf. Die Kisten, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu blöd wiederum. Ne, Äxte brauchen wir nicht mehr. Wie gesagt, Äxte, das muss eigentlich so reichen. Schaufeln sollten eigentlich auch reichen. Schwerter, ich meine, da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 Schwerter mit. Aber Spitzhacken können wir noch ein paar craften. So, hier, das Rüstungsteil brauchen wir nicht. Ah, wir haben noch eine Rüstungskiste. So, führe ich jetzt aber trotzdem später ein. Habe ich jetzt irgendwie überhaupt keinen Bock gerade drauf. Wo ist denn jetzt die andere Rüstung? Ich habe doch hier, Warte mal. Ach, hier, da, zack. So, was brauchen wir jetzt noch? Alter, haben wir noch Fackeln drin? Lol. Soll ich die alle rausnehmen? Ich mach das jetzt ohne Scheiß. Ich mach das jetzt einfach. Ist mir zu Wurst. Ich muss einfach aufpassen, dass wir nicht sterben. So. Dann, Sticks. Ja, draft ich auch einfach mal. Ja, Spitzhacke. Ich würde mal sagen, eine Steinspitzhacke crafte ich einfach nochmal. Ich würde mal sagen, Eisenspitzhacken. Ich craft noch eine Steinspitzhacke und gleich noch eine Eisenspitzhacke. Aber dafür brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Holz und hast nicht gesehen und so. Gehe ich nochmal kurz holen. Ist kurz eins der 44 Brote, damit wir wieder ein bisschen schneller laufen können. Gleich esse ich dann, bevor wir dann losziehen. Ach, den Kompass muss ich mitnehmen. Ey, hätte ich fast vergessen. Dann werde ich natürlich die Ofenkartoffeln nochmal essen, weil die bringen uns dann doch ein bisschen mehr. So, ich nehme hier einen Baum mit. Sie steht auch so schön am See. Brand, der Baum steht so schön am See. Ja, ist jetzt aber so. Ich nehme ihn jetzt einfach mit. Boah, das ist so geil. Ich kann endlich Ingame-Sound hören, ey. Ich pflanze jetzt hier nichts nach. Das reicht jetzt. Das reicht jetzt. Warte mal, was wollte ich noch? Achso, genau. Einmal so. Und dann zack, zack. Ja, okay, und dann haben wir noch vier. Ich nehme einen Baum, nehme ich noch mit. Und ich pflanze die jetzt aber nicht nach. Ist mir zu blöd, weil wir haben jetzt hier keine Setzlinge. Und ich will jetzt nicht warten, bis hier Setzlinge rausfliegen. Brand, was bist du denn für einer? So. Und ja, heute ist mal, ich glaube, die Folge mache ich mal etwas kürzer, wir sind jetzt bei 15 Minuten und ich werde gleich, sobald ich losgehe, würde ich mal so sagen, oder? Nee, ich mache doch mal noch eine 20 Minuten Folge. Ich möchte eigentlich mal experimentieren, wie es denn so ist, wenn ich ein bisschen kürzere Folgen bringe, so 15 Minuten, wie das so ankommt bei euch, weil vielleicht mögen das ja auch
viele lieber. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Deswegen müssen wir mal schauen. Aber diese Folge ist noch nicht, die ist dann doch nur noch 20 Minuten. Und ja, ich weiß, da haben wir auch den Graben, den müssen wir auch mal weitermachen. Was wollt ihr jetzt machen? Ja, genau. Eisenspitzhacke. Und natürlich den Kompass. Alter, wo habe ich den Kompass denn jetzt überhaupt? Wo habe ich den Kompass? Habe ich den hier auch irgendwo reingetan? Ach du Scheiße, wo haben wir den? Ich habe doch aber den Kompass, den haben wir irgendwo. Wenn ich wüsste, wo. Hier können wir noch irgendein Fleisch braten. Alter, bin ich jetzt bescheuert? Wo habe ich denn den Kompass reingetan, als wir letztens wieder zurückkamen? Ach, Kettenrüstung hier, auch toll. Sag mal, bin ich jetzt... Ach, guck mal, eine Schaufel ist da drin, lol. Noch eine... Alter, wie viele Schaufeln da drin sind. Bin ich jetzt bescheuert? Ja, bin ich jetzt bescheuert? Habe ich den jetzt übersehen, oder was? Ist hier los? Sag mal, willst du mich verarschen? Wir haben noch einen Kompass. Oder nicht? Warte mal, was ich mal ganz kurz machen muss, so... just for fun. Kürbis aufsetzen. Moment. Hui. Ach, geil. Sorry, Leute, das musste gerade einfach mal sein. Achso, ich muss hier erstmal wieder absetzen. Zack. Das musste gerade einfach mal sein. So, spaßeshalber. So, was ist denn jetzt hier? Bin ich jetzt echt zu blöd? Ich glaube, ich übersehe den einfach nur. Der ist bestimmt hier irgendwo drin. Den habe ich doch hier irgendwo reingetan. Meine Güte, ich gehe jetzt mal kurz nach unten. Irgendwo habe ich doch den Kompass. Ich habe den doch... Ein Schwein! Und ein Schaf. Die könnten wir eigentlich mal fangen, sozusagen. Für unser Tierlager. Tierlager, oh Gott, nee. Für unsere Tierfarm. So, was ist jetzt hier? Wo habe ich den Kompass reingetan? Hoffentlich in der Krimskramskiste. Hoffentlich. Sonst wird das nämlich keinen Sinn ergeben. Ja, tatsächlich. Und ich nehme auch einen Ofen mit. Ich meine, klar, jetzt haben wir hier kaum noch irgendwie Platz für irgendwas. Aber, ja, mehr brauchen wir nicht mitnehmen. Was wollen wir jetzt hier sonst noch von mitnehmen? Nix. Achso. Was ich natürlich auch, ich bin echt ein bisschen blöd manchmal. Hier ist eine giftige Kartoffel drin. Eine giftige Kartoffel. Ich glaube, ich esse die einfach mal just for fun. Was passiert dann, wenn man die isst? Nix. Also, ich habe doch eine giftige Kartoffel gerade gegessen. Nix passiert, lol. Jetzt haben wir aber wirklich alles, ne? Wir haben Holz, wir haben einen Ofen, wir haben Spitzhacken. Eigentlich ausreichend, würde ich mal so sagen. Ja, Erde werden wir sowieso noch kriegen. Ja, das sollte reichen, ohne Witz. 7 Kohle, wir haben Fackeln, alles dabei. Ich denke mal, das reicht und wir können uns jetzt mal auf die Suche nach einer Höhle begeben. Tut mir natürlich sehr leid an alle, die es jetzt nicht interessiert. Aber ich meine, ja, ich weiß, wir müssen mit dem Haus auch noch weiterbauen. Aber ich meine, ja, wir müssen auch sehen, dass wir jetzt wieder Rohstoffe finden, weil wird Zeit. Wird echt Zeit, wir brauchen wieder Rohstoffe. Wir müssen sehen, weil ich meine, guck mal, Eisen haben wir nicht mehr viel. Ich glaube, eine Eisenkiste war nichts mehr, glaube ich zumindest. Ich glaube, es sind die letzten 14 Eisen. Ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt nicht nochmal runtergehen und gucken. Und hier haben wir auch nicht irgendwie noch Eisen drin. Und hier haben wir auch nicht noch irgendwie Eisen drin. Und hier haben wir auch nicht noch irgendwie Eisen drin. So. Huch, verdruckelt das denn jetzt so. So, eine Kartoffel noch fressen und ich gehe mal in welche Richtung gehe ich denn mal? Irgendwo da lang. Mit dem Schwert in der Hand. Mit einem, was fast kaputt ist. So, bin ich jetzt ja mal echt gespannt. Ich würde mal so sagen, 20 Minuten schneide ich die Folgen im Moment. Ja, komm, hier fehlt noch Kies, aber dann machen wir auch später. Ich hoffe, dass ich jetzt nochmal eine Höhle finde, in der wir noch nicht drin waren. Ich glaube, hier waren wir bestimmt schon drin, oder? Oder noch nicht? Waren wir hier echt noch nicht drin? Das glaube ich nicht. Huch, das glaube ich nicht. Dass wir hier noch nicht drin waren, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ohne Scheiß. Es ist ja schon dunkel hier drin. Achso, hier ist kein... Es ist schon dunkel hier drin, aber, Lava, lol. Warte mal, ich nehme mal anstatt den Kartoffeln nehme ich mal ganz kurz die Steinspitzhacke, also eine Steinspitzhacke in die Hand. Brauche hier schon mal Eisen ab ein bisschen. Ein Eisen, was hier so rumfliegt. Das geht doch hier bestimmt voll in eine Höhle rein. Guckt mal, hier geht's runter, aber da ist auch nichts mehr. Aber guck mal hier, Alter, das geht doch noch weiter. Ich weiß, das ist Kohle. Aber ja, ich würde mal so sagen, ich laufe mal hier so lang. Hier geht's nicht runter, hier geht's wieder hoch. Hier ist aber auch Eisen, das ist ja auch geil, das müssen wir mitnehmen. Ich leuchte hier erstmal ein bisschen aus, einfach nur, damit hier jetzt nicht gleich irgendwelche Viecher in die Arme rennen. Oder Creeper wieder, dass mich hier wieder ein Creeper überrascht. Das wäre natürlich ganz bitte mal, wie weit geht das jetzt hier richtig runter oder was ist hier los? Nee, guck mal. So, ja, ich nehme hier ein bisschen Kohle mit, das ist jetzt noch nicht so ganz spannend, aber ich hoffe mal, dass wir da, wenn wir gleich wieder nach unten gehen, dass wir da wirklich ganz tief in eine Höhle kommen und im... Ja, dann würde ich mal so sagen, ich beende hier mal die Aufnahme, weil das sonst ein bisschen zu lang wird. Mit dem Brot baue ich den Kies ab, auch toll. Und ja, so, hier auch nochmal. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Jo, ich baue die ganze Kohle nochmal ab. Jetzt weiß ich gerade nicht so ganz, was ich mal labern könnte.
Ach, ich gebe mir nicht. Das ist immer, ich weiß echt im Moment nicht. Irgendwie habe ich im Moment so ein Brett vorm Kopf, sage ich mal so. Ich weiß immer nicht, was ich labern soll. Das ist echt ätzend. So. Ja, genau. Ich spreche gleich in der nächsten Folge nochmal ein Thema an. Ich nehme die gleich noch im Anschluss hier auf. Aber erstmal hier zack. 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 Wir bauen Kohle ab mit der Spitzhacke. So. Zack. Tralalala. Das war schon mal wieder ein bisschen Kohle. Und ja, sag ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und yo. Ciao, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen oben da. Würde mich wirklich sehr freuen. Und yo. Tschüss.